Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Auch von meiner Seite noch einmal ein Dank an all diejenigen, die sich haupt- und ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren, an alle Menschen, die sich auch immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes Rassisten, Nazis und selbsternannten besorgten Bürgerinnen und Bürgern widersetzen, denn das tut Not, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wissen wir nicht nur angesichts von Heidenau. Warum sage ich das heute? Weil ich mich sehr gut erinnern kann an die Zeit vor 23 Jahren in Rostock. Sabine Berninger hat es schon gesagt in ihrer Rede, andere haben auch schon darauf verwiesen. Vor 23 Jahren wütete in Rostock ein Mob gegen damalige Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, die dort in einem Wohnblock untergebracht waren. Und Menschen mussten um ihr Leben fürchten. Und ich möchte diesen Moment hier auch nutzen, um der Opfer zu gedenken, der Opfer von Rostock, der Opfer rassistischer Gewalt in all den letzten Jahren, die wir hier in Deutschland, auch in Thüringen im Übrigen, zu beklagen haben. Warum sage ich das an dieser Stelle? Weil die rassistischen Angriffe auf Asylsuchende massiv zugenommen haben in den letzten Jahren. Und das hätte ich einmal nicht für möglich gehalten, dass dies geschieht. 2014 hat es insgesamt, so sagt es das Bundesinnenministerium, 198 Übergriffe gegeben. In den ersten 6 Monaten 2015 waren es schon 202. Und eben konnten wir alle die Ticker-Meldung lesen, dass das Haus von Til Schweiger, der nicht geschwiegen hat, sondern der handelt, auch ein Opfer von einem Angriff geworden ist, der seinem Engagement geschuldet ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vorhin war auch mal von Wahnsinn die Rede. Wir reden von Menschen, von Flüchtlingen, die ihr Land verlassen mussten, und eine Flucht hat immer ganz unterschiedliche Ursachen. Ganz unterschiedliche Ursachen, Sabine Berninger hat das sehr dezidiert ausgeführt, auch unser Minister Leung hat es sehr dezidiert ausgeführt. Eine Flucht kann immer unterschiedliche Ursachen haben. Es können staatliche Verfolgungsgründe vorliegen, es gibt aber auch jede Menge nichtstaatliche Verfolgung. Es gibt im Übrigen auch die pure Angst, nackte Angst vom Überleben, um dieses sicherzustellen für die eigenen Kinder. Geben Sie doch mal die Begriffe Mazedonien, Flüchtlinge ein und schauen Sie, welche aktuellen Bilder Sie sehen von Familien mit kleinen Kindern, die versuchen zu fliehen aus purer Angst ums Überleben. Und da muss es zynisch erscheinen, wenn einige hier von sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sprechen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es sind Menschen, es sind Frauen, es sind Kinder, es sind Männer, es sind Frauen, die auf der Flucht sind, auf der Flucht vor Umständen, die sie dazu treiben, ihr Land, die gewohnte Umgebung zu verlassen. Und ich sage es nochmal, das sage ich hier in der Tat häufiger, niemand flieht freiwillig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn ich dann höre, vorhin in der Rede von Mike Moring, der sich jetzt schon auf seinen Empfang heute Abend freut, das sei ihm vergönnt, wo auch der Bundesinnenminister kommt. Das ist sicherlich auch wichtig. In anderen wichtigen Fragen wird allerdings geschwiegen. Wenn ich dann von Mike Moring höre, dass man die Flucht aus der ehemaligen DDR nicht vergleichen dürfe mit der Situation von Flüchtlingen heute, dann muss ich Widerspruch anmelden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir alle wissen, die DDR war eine Diktatur und es gab trotzdem auch aus der DDR ganz unterschiedliche Fluchtursachen. Und ich habe erst neulich einen bemerkenswerten Beitrag in der Zeit online gelesen. Er ist überschrieben, viele sind Fluchthelfer, keine Gangster. Und ich möchte aus aktuellem Anlass daraus wenige Sätze zitieren. Da geht es darum, dass auch ehemaligen Fluchthelfern aus der ehemaligen DDR das Verdienstkreuz verliehen wurde. Niemand, so lautet das Zitat, wäre jemals auf die Idee gekommen, dieses Schleusertum unter Strafe zu stellen, auch nicht, wenn es gewerbsmäßig erfolgte. Im Gegenteil, einige DDR-Fluchthelfer wurden später mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, zu Recht. Und wenig später heißt es da,
Die Mauer ist gefallen, die DDR untergegangen. Heute, 25 Jahre später, gelten Fluchthelfer als Kriminelle. Das bedeutet, der rechtliche Blick auf Schleuser ist nicht abhängig von ihrer Tat selbst, sondern von politischen Opportunitäten. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist hier schon von Diana Lehmann, noch von Sabine Berninger, von anderen ausgeführt worden. Die Anerkennungsquoten sind in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich. Auch und gerade von den Menschen, über die gern bevorzugt gesprochen wird, beispielsweise vom Westbalkan. Und natürlich, das hat politische Gründe. Mit der faktischen Aushöhlung, manche haben es genannt Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1993, wurde ein erster, ganz bitterer Schritt in diese Richtung gegangen. Denn machen wir uns nichts vor, wer kommt denn überhaupt hierher bis zu uns? Welche Flüchtlinge schaffen es denn überhaupt lebendig bis nach Europa? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen alle um die schrecklichen Bilder aus dem Mittelmeer, was mittlerweile zum Massengrab geworden ist. Aber machen wir uns auch klar, dass im Libanon beispielsweise 1,2 Millionen Flüchtlinge untergekommen sind? Wissen Sie, was Nachbarländer von Krisenregionen aufnehmen, bereit sind zu helfen? Und das trotz der Armut, die in diesen Ländern beispielsweise herrscht. Minister Leuinger hatte es heute Vormittag eingangs gesagt, es sind fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind so viele Menschen wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Und permanent wurden die Prognosen nach oben korrigiert, mit wie vielen Flüchtlingen auch wir warten müssen. Und Herr Fiedler, ich kann Ihnen da einige Fragen nicht ersparen. Wie viele Plätze in der Erstaufnahme haben Sie denn geschaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Sie Verantwortung getragen haben? Es stimmt eben nicht, dass beispielsweise Eisenberg permanent überbelegt gewesen wäre. Die Zustände in Eisenberg waren und sind katastrophal schon lange. Und da haben Sie nichts getan. Über Nacht haben Sie quasi in Suhl eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet. Wir sind dabei, nachdem wir die Zahlen bekommen haben, Stück für Stück die Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. Und ich bin ausdrücklich dankbar, Dieter Leuinger, dass Sie vorhin ausgeführt haben, dass Sie froh sind über jedes Dach über dem Kopf, was wir einen Flüchtling gewähren können. Wo sind denn Zeltstädte in Thüringen? Es gibt sie nicht. Und das ist auch gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil wir uns sorgen, weil wir tatsächlich Kapazitäten schaffen und das, obgleich wir wissen, dass die Situation in den Kommunen teilweise schwierig ist. Und wenn ich dann hören oder lesen soll, wir wären hier handzahm, ich bin nicht handzahm. Ich kritisiere die Zustände, die Umstände, wie wir sie vorfinden in Eisenberg und in Suhl, gleichermaßen, wie ich sie auch in den letzten Jahren kritisiert habe. Der Unterschied aber, es wird jetzt etwas getan. Es wird etwas getan, was über Jahre nicht getan wurde. Und wenn Mike Moring dann hier vorne in seiner Rede behauptet oder sich darüber empört, dass der Schlüssel bei der Sozialbetreuung mit 1 zu 100 immer noch viel zu hoch angesetzt sei, dann muss ich Sie fragen, Herr Moring, wie hoch war der Schlüssel unter Schwarz-Rot? 1 zu 150? Stimmen Sie beim nächsten Haushalt zu, dass wir den Schlüssel weiter verbessern in die Richtung von 1 zu 75, wie es beispielsweise der Flüchtlingsrat fordert? Das kostet richtig viel Geld in der Sozialbetreuung. Uns ist es das wert. Wir brauchen da Ihre Unterstützung. Wir werden Sie an Ihren Taten messen, wenn es um den nächsten Haushalt geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schauen wir doch noch mal genauer hin, was dieses heutige Plenum überhaupt verursacht hat. Es war ein Antrag der CDU-Fraktion zu einem Thema, was in der Tat bewegt. Aber die Frage ist, will man inhaltlich etwas bewegen für die Menschen, die betroffen sind, oder will man populistisch aus diesem Thema Kapital schlagen? Ich unterstelle einmal, dass die demokratischen Fraktionen jedes Interesse daran haben, dass wir ein gutes Miteinander, gerade auch in Thüringen, weiterhin leben. Wir wissen alle, wie niedrig die Quote von Menschen mit Migrationshintergrund in Thüringen ist, die hier bei uns leben. Und wir verschließen ganz bestimmt nicht die Augen vor Problemen, die auch auftauchen. Aber Herr Heim, wenn die Zustände so sind, wie Sie sie hier gerade beschrieben haben, angeblich, in einer Schule in Meiningen, und ich war letzten Sonntag in Meiningen und habe mich dort mit dem Freundeskreis getroffen, der sich dort um die Flüchtlinge beispielsweise kümmert,
Wenn dort angeblich die ausländischen Kinder mit Waffen in die Schule kommen, dann müssen Sie die Polizei rufen, dann müssen Sie dieses anzeigen, dann müssen Sie handeln und nicht hier vorne erklären, dass Ihre Bekannten die Kinder aus dieser Schule herausgenommen hätten, weil ja dort einige sozusagen die Situation an dieser Schule bestimmen. Ich werde mir die Schule anschauen, da können Sie sich drauf verlassen. Hätte ich von dieser Schule letzten Sonntag schon gewusst, hätte ich auch danach gefragt. Aber mir kommt das Gefühl, dass Sie hier dieses Podium benutzt haben, um Angst und Ressentiments einmal mehr zu schüren. Wenn es Vorfälle gibt, keine Frage, Gewalt darf niemals auf Toleranz treffen. Aber ich sage Ihnen auch, keine Toleranz für Intoleranz. Und ich wünsche mir ein so klares Auftreten, auch einmal gegenüber all den Rassisten, die sich besorgte Bürger nennen und die heute beispielsweise wieder eine künftige Asylunterkunft in Baden-Württemberg angezündet haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist nämlich auch kein Ostphänomen, Rassismus, sondern das erleben wir leider an ganz vielen Orten. Und aus unserer geschichtlichen Verantwortung heraus sollten wir wissen, dass wir gemeinsam alles dafür tun müssen, Menschen eine gute Heimat zu geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht einfach und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass in Mühlhausen jetzt Flüchtlinge untergebracht werden konnten, hoffentlich auch bald noch mehr, weil wir dort sehr gute, räumlich gute Voraussetzungen haben, um Flüchtlinge unterzubringen. Das muss mit Leben gefüllt werden, das braucht Engagement. Danke den Mühlhäuserinnen und Mühlhäusern, die die Flüchtlinge, die dort letzte Woche ankamen, herzlich willkommen geheißen haben in unterschiedlichen Sprachen. Danke allen, die sich auch in Suhl bemühen. Danke denjenigen, die in Erfurt gerade Geld sammeln für Starterpakete für die Kinder, die aus der Erstaufnahme dann in die Schulen kommen. Das sind tolle Initiativen, die viel zu wenig genannt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und sehr viel lauter hingegen sind zu vernehmen die Freundeskreise beispielsweise einer Landrätin Schweinsburg. Ich kann es nicht anders nennen. Uns allen Abgeordneten, ging ein Brief zu, angeblich vom Landkreistag, mit einer Resolution oder wie man es nennen möchte, wo sich der Landkreistag positioniert, eben auch zu diesem Thema, was wir beraten. Wir haben bei einigen Landräten nachgefragt. Es gab dazu keine Beratung mit allen Landräten. Ich frage mich, wer hier wie Politik macht, um auch eine bestimmte Stimmung zu schüren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn gerade die Landrätinnen, die am lautesten schreien, haben den größten Leerstand in ihren Kommunen. Es gibt ja das Thüringer Landesamt für Statistik, schauen Sie da einfach mal nach. Der Leerstand in Thüringen beträgt zwischen 4,5 und 12,1%, das sind im Durchschnitt 6,8%. Wir wissen, in Jena beispielsweise ist es anders, dort haben wir tatsächlich große Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir in Thüringen 1,17 Millionen Wohnungen haben und davon 80.000 Wohnungen leer stehen, dann glaube ich, wir haben noch sehr viel Raum, um Menschen menschenwürdig unterzubringen. Und genau das müssen wir anpacken, anstatt eine Boot-ist-voll-Rhetorik zu bedienen oder Zeltlager zu fordern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das halte ich für unverantwortlich. Ich habe heute früh von Bundesminister Gabriel gelesen, die Kommunen müssten stärker entlastet werden, eher mit 3 Milliarden als mit 2 Milliarden Euro. Da hat er recht. Das sehen wir ganz genauso. Doch das Geld, was wir bekommen, kommt auch an die Kommunen. Auch das hat ja Minister Leuinger ausgeführt. Herr Gabriel hat weiter ausgeführt, ein Rückfall in ein Europa ohne offene Grenzen hätte katastrophale Folgen. Ich glaube, das hat sich noch nicht jeder tatsächlich vor Augen geführt, was diese Metaphern von wir ziehen die Grenzen wieder hoch für fatale Folgen für alle Menschen hätte. Und Herr Moring, Dirk Adams hat es vorhin in seiner Rede schon mal gesagt, dass Sie im freien Wort davon sprechen, Orte der Hoffnungslosigkeit schaffen zu wollen. Ich bin, wie Sie wissen, auch ein religiöser Mensch und es gibt ein Lied, das heißt ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das lässt sich sicher auch auf viele Religionen übertragen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Und das heißt dann weiter, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht liegt Gottes guter Geist. Und wenn dann ausgerechnet der Fraktionsvorsitzende einer sich christlich nennenden Partei Orte der Hoffnungslosigkeit fordert, um Menschen bestmöglich abzuschrecken, dann macht mich das schwer betroffen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass sich die Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90 Die Grünen zusammengefunden haben und einen Antrag auf den Weg gebracht haben. Denn es wäre aus meiner Sicht auch nicht richtig gewesen, das Ansinnen der CDU mit dem Antrag, den sie eingebracht haben, einfach abzulehnen, obgleich wir diesen wirklich falsch finden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben uns die Mühe gemacht, genau hinzuschauen und zu überlegen, was sind die Punkte, die wir im Land besser regeln müssen. Und wie gesagt, niemand setzt Scheuklappen auf. Niemand von uns sagt, es wäre alles toll und alles super und alles rosig. Das ist uns ja hier vorhin von Herrn Heim beispielsweise vorgehalten worden. Wir wissen sehr genau um die Zustände und um die Umstände in den einzelnen Einrichtungen. Und auch wenn in Suhl die Küche für 1.800 Menschen ausgelegt ist, Herr Leuinger hat es ja vorhin gesagt, dauert es eben trotzdem mitunter 2 Stunden, die Flüchtlinge auf das Essen warten. Und das ist eine Situation, die uns so nicht befriedigen kann. Und deswegen wollen wir sie verbessern. Und da legen wir auch selbst den Finger in die Wunde. Ich habe selten eine Landesregierung erlebt, die so viel vor Ort war wie diese Landesregierung. Und ich bin wirklich froh, hier in Thüringen zu sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin auch froh, dass es heute diesen Antrag gibt, der nicht nur eine gute Alternative zum Antrag der CDU darstellt, sondern der vor allem deutlich macht, was wir nicht mitmachen werden. Wir werden uns nämlich nicht diesem verschwörungstheoretisch-rassistischen Gesamtmachwerk einer AfD näher widmen, der wirklich jeglicher Beschreibung spottet, insbesondere nach dem Redebeitrag von Herrn Höcke. Das muss ich jetzt hier einmal so sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht uns um Menschen, es geht uns um Flüchtlinge, und die sind weder eine Bedrohung noch ein Wahnsinn, sondern sind Menschen. Und deshalb sage ich es noch einmal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, egal woher Menschen kommen und egal wohin sie gegebenenfalls auch wieder gehen. Vielen herzlichen Dank.